Sehr gerne. Alexander Melchior, der Generalsekretär der ÖVP, ist nun an Bord. Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe vor 2 Tagen eine Zeitung in Händen gehalten, die war vom Jänner. Und wenn wir uns da überlegen, welche Themen im Jänner uns beschäftigt haben, dann sehen wir, dass sich innerhalb von wenigen Wochen vieles verändert hat. Wir hatten Wochen jetzt hinter uns, die uns vor großen Herausforderungen gestellt haben. Wir waren auf einmal mit der Herausforderung konfrontiert, dass wir Menschen schützen müssen, darauf achten müssen, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten. Wir haben die Situation, dass Unternehmen staatliche Hilfe brauchen oder auch Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben oder in Kurzarbeit sind. Wir haben erlebt, dass Menschen einsam sind. Wir haben erlebt, dass Menschen krank geworden sind. Und wir haben auch erlebt, dass Menschen die Corona-Zeit nicht überlebt haben. All das hat uns beschäftigt. Und wir sehen aber auch, was uns in dieser Zeit auch geprägt hat. Ein unfassbarer Zusammenhalt, eine Geschlossenheit in Österreich, die unfassbar ist. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die in dieser Krise so zusammengehalten haben und so entschlossen durch diese Krise gegangen sind. Vielen Dank. Wir erleben aber, dass diese Krise nicht eine Krise in Österreich alleine ist. Nein, sie ist eine globale Krise. Jedes Land ist betroffen und es gibt Länder, die ganz unterschiedlich mit dem Thema umgegangen sind, mit dem aggressiven Virus. Einige Länder haben gar nicht reagiert, andere Länder haben sehr spät reagiert. Andere Länder haben sehr lasch reagiert. Auch noch letzte Woche haben zum Beispiel die Freiheitliche Partei Schweden als das Erfolgsmodell hier aufgezeigt. Zuerst haben die Freiheitlichen gefordert, den kompletten Shutdown, dann das Modell Schweden und jetzt reden sie vom Corona-Wahnsinn. Ich glaube, es tut gut, dass wir keinen Zickzackkurs machen als Bundesregierung, sondern dass es hier ein konsequentes und behutsames Vorgehen seitens der Bundesregierung gegeben hat. Und wir müssen, so wie es den Zusammenhalt gegeben hat in der Gesundheitskrise, braucht es jetzt einen Zusammenhalt bei der Wirtschaftskrise. Wir müssen hier zusammenhalten. Wir haben in Österreich schon so viel geschafft. Wir haben gestern 75 Jahre Republiksjubiläum gehabt und haben da gesehen, auch der Blick zurück macht sicher. Wir werden diese Krise schaffen. Und wir werden mit neuer Kraft herauskommen. Wir haben jetzt als Bundesregierung schon viele Maßnahmen gesetzt, auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Danke der Bundesregierung für all die Maßnahmen, die hier gesetzt wurden. Sei es Härtefallfonds, Garantien, auch das Thema Kurzarbeit ist schon angesprochen worden. Wirklich wichtige Maßnahmen, die hier gesetzt worden sind. Aber, und das wurde heute auch schon angesprochen, wir brauchen das Comeback für Österreich. Und da braucht es eine große Kraftanstrengung. Und ich bin hier dem Bundeskanzler sehr dankbar, dass er gestern auch in seiner Rede das ganz klar gemacht hat. Wir müssen die Menschen entlasten. Wir müssen vor allem die geringen und mittleren Gehälter schnellstmöglich entlasten. Das ist soziale Gerechtigkeit und das ist das, was wir wollen. Wir wollen auch den Unternehmen die Kraft zurückgeben. Wir wollen sie unterstützen in diesem Weg und wir wollen investieren. Wir wollen den Unternehmen die Möglichkeit geben, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Und das soll so, ihnen so leicht wie möglich gemacht werden. Und wenn wir hier unsere Kraftanstrengungen alle gemeinsam bündeln, dann werden wir die Krise meistern. Davon bin ich überzeugt. Danke.